Also die Firma Blomer-Lehma ist mal generell sehr vielseitig. Also wir decken eigentlich den gesamten Holzbaubereich ab. Holz ist ein irrsinniger Rohstoff, er wächst nach, er bindet CO2 und hat sehr gute Eigenschaften. Holz hat mich schon immer begeistert. Es gibt keinen Baustoff, der vergleichbar so nachhaltig ist in dieser Qualität, wie es Holz ist. Wo unsere Stärke speziell ist, ist natürlich der digitale Bereich, vor allem im Finden der Geometrie. Also wir generieren die Geometrie, machen sie ausführbar, produzieren und montieren. Der Holzbau ist sich schon seit langem gewöhnt, dreidimensional zu planen. Wir probieren mit dem Bauherr, mit den Architekten in einer Zusammenarbeitsform ein 3D-Modell zu entwickeln und mit diesen wertvollen Daten probieren wir, die ganze Kette zusammenzuwecken. Wir arbeiten bei uns im Betrieb mit BIM Plus, wo wir einheitliche 3D-Modelle anderen Gewerken zur Verfügung stellen können. Die können die auch nutzen. Wir können so ihre 3D-Modelle abstimmen, dass das funktioniert. Für mich hat BIM Plus den Mehrwert, dass ich sehr einfach mit meinen Fachplanern kommunizieren kann, über das 3D-Modell. Also, dass wir wirklich auf den Daten, die wir ständig brauchen, auch einen Austausch stattfinden. Der grosse Unterschied zwischen dem Holzbau und dem konventionellen Bau ist der hohe Vorfertigungsgrad. Im Dubau baut man bis zu 90-95% bei uns im Werk fertig. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch mit BIM Plus detailliert die Planung auch kontrollieren kann. Mir gefällt es vor allem auch mit den Leuten, die hier arbeiten, zusammenzuarbeiten. Man schwätzt nicht um den heißen Brei, sondern ist wirklich detailbezogen und findet schnell miteinander eine Lösung. Also wir haben eine bessere Qualität, wenn wir dreidimensional planen. Also BIM Plus ist eigentlich das Werkzeug, das für mich eigentlich ideal ist. Ich finde es extrem spannend. Also ich bin ein digitaler Mensch. Es macht mir Spass, mich so zu bewegen. Ich bin in der 3D-Modellierung gross geworden. Und das ist natürlich jetzt der nächste Schritt. BIM. Also wir glauben daran, dass es Zukunft ist. Absolut, ja.